Herr Dings, gehören Sie eigentlich auch einem Verband an? Also zum Beispiel dem Verband der ehemaligen Ministerprominenz oder so? Eher nicht. Denn mit Verbänden ist das so eine Sache. Wissen Sie, Herr Dings, wenn Sie in der Politik was entscheiden, kommen sofort alle Verbände daher und wollen ihren Senf dazugeben. Und schon könnte es sein, dass der Verband der sonnengereiften Tomaten-Ketchup-Industrie sich hier nicht das Wasser abgraben lassen will, was natürlich die Baggerlobby auf den Plan ruft. Und sowohl der Verband der Radlader als auch der Verband der Kettenbagger mit der Unterabteilung Raupenbagger sofort eine Kampagne starten. Wieso müssen Raupenbagger überhaupt Raupenbagger heißen? Das fragt mich daraufhin der Faunaverband PETA, also diese Tierschutzorganisation. Schließlich sind Bagger Arbeitsgeräte. Deshalb ist das tierfeindlich. Und da PETA schon dabei ist, will dieser Tierwohlverband einigen Sprichwörtern und Redewendungen an den Kragen. Ja, liebe Textilverbände, ich sehe hier schon die mahnenden Finger hochgehen. Ich komme gleich noch zu euch. Mit jemandem ein Hühnchen rupfen. Solche Sätze will PETA verbieten lassen. Statt ein Hühnchen mit jemandem zu rupfen, sollen künftig Weinblätter gerollt werden. Ich habe mit dir ein, zwei Weinblätter zu rollen. Als ob das jemand einschüchtern würde. Wieder mal ein Beispiel dafür, dass diejenigen, die gar nicht mal betroffen sind, betroffener sind als die Betroffenen. Denn den Hühnern ist es doch Wurscht. Hab ich Wurscht gesagt? Herrje, jetzt habe ich den Salat vom Bundesverband ausgewachsener Kleingärtner und in Kürze einen offenen Brief vom Zentralverband Naturdarm aus Hamburg, der im Nordlippischen Anzeiger erscheint, ob diese Wurscht am Ende nicht doch noch aus Kunstdarm besteht. Das ist doch wirklich für einen Arsch. So wie eine entsprechende Spiegelung, wie natürlich sofort einige Gesundheitsverbände mahnen. Hier allerdings zu Recht. Das kann man nämlich den Leuten nicht deutlich genug einimpfen. Apropos Impfen, der Bundesverband für PartnervermittlerInnen, innen, und nennen, befürchtet eine Welle, also an Vermittlungsrückzahlungsforderungen, wenn Geimpfte an Nicht-Geimpfte vermittelt werden und somit eine körpernahe Annäherung nicht zustande kommen kann, was in der Folge nur zu einer schwachen Reizentfaltung bei den Geimpften und das Gefühl der Unvermittelbarkeit bei den Nicht-Geimpften führt. Da bist du doch vor den Socken. Was den ostwestfälischen Kniestrumpfverband natürlich nervt, da er selbst gerne auf dem Fußkleidsektor die Hosen anhätte. Damit kommen wir jetzt zum Bayerischen Textilverband, der sich mit seiner Trachtenabteilung gegen eine Petition wehrt, dass Dirndl nicht mehr Dirndl heißen sollen, weil diese Bezeichnung steht sie doch schließlich auch für Mädchen. Männer als Träger eines Dirndls kategorisch ausschließt und verweist darauf, dass eine Lederhosen doch immerhin schon als Zeichen des guten Willens mit dem weiblichen Artikel versehen ist. Die Lederhosen, dass es das Dirndl heißt. Was also das Dirndl zu einem Neutrum macht, das bringt für die Frauenverbände schon lange das Fass zum Überlaufen. Wo wir gerade dabei sind, der Verband der niedergelassenen Urologinnen und Urologen hat festgestellt, dass offenbar führende Politiker nicht ganz dicht sind und sämtliche Forderungen zurückgewiesen. Und eins noch. Der Boreolose- und FSME-Bund Deutschland e.V. in Münster befürchtet in der Wandsbecker Zeitung, dass durch den vermehrten Besuch von Wäldern immer mehr Zecken aus dem Wald getragen werden und damit die Zecken auszusterben drohen. Ha. Aber solange wir Leute wie den Alfred Sauter im Landtag sitzen haben, sterben die Blutsauger nicht aus. Ich leg mir jetzt auch einen Verband zu, an, um den Kopf nämlich. Denn das ist ja alles kaum auszuhalten und bereitet mir Kopfsalat. Und nein, ich will jetzt auch nichts vom saarländischen Verband der freilaufenden Feldsalatzüchter hören. Wieder Dings, Herr Schaum. Ja, wieder Bums, Herr Dings.